Ja, gut, dann hätten wir das auch geklärt. Also Rockstar ist unsere Lieblingsspielefirma sowieso. Und ich Das finde, ich heißt habe auch. aber, muss ich aber kurz sagen, das heißt aber nicht, dass ich, dass mein Lieblingsspiel von Rockstar Games ist. Mein Lieblingsspiel ist von Rockstar Games. Meins nicht. San Andreas. Ja, War San mein Andreas Lieblingsspiel. war mein Lieblingsspiel damals, ja. Ja, das ist, also ist es nicht mehr, aber es war mein Lieblingsspiel und ist immer noch bei mir unter der Top-Liste Ja, eingetragen. definitiv, ja. Aber ich könnte jetzt eigentlich gar nicht sagen, was mein Lieblingsspiel ist. Ich meine, eigentlich müsste ich sagen Black Ops, weil ich bin einfach Zombie-Modus-Fan inzwischen. Früher war ich halt Multiplayer-Fan. Ich denke, man muss einfach sagen Call of Duty, weil es ist immer das Neueste, es ist einfach das Lieblingsspiel. Auch wenn es vielleicht nicht das Beste ist. Ja, okay, ich habe mir mal ein Spiel gekauft, das war echt scheiße. Das war nicht mein Lieblingsspiel, habe ich gehasst. Aber wenn ein Spiel wirklich so schlecht ist, dass es nicht mehr spielbar ist, Was dann. war eigentlich dein erstes Spiel? Mein Allererstes erstes Spiel? Spiel. Ja. Oh, jetzt lass mich, warte mal, lass mich überlegen. Kann ich überlegen? Ich weiß das, glaube ich, noch. Das war auf dem Game Boy, das weiß ich. Also auf dem Game Boy, diesen alten Game Boy halt, so ein altes Drum halt. Ich glaube irgendwas mit Golf, so ein Golfspiel. Da ging's um Golf. Cool. Bei mir Nee, war nee, nee. Ich glaube genau, es war Super Mario. Ah, auf jeden Fall irgend, also ich kann euch sagen, entweder war es was mit Golfen oder es war Super Mario oder es war Pokémon. Bei mir war es auf Windows 98 Disneys verrückte Spielesammlung. Und da warst du bestimmt voll der Pro und hast gecheatet und so, ne? Jo, klar. Na, Scherz. Schon damals hat er das Spiel gehackt. Disney World Premiere, wie auch immer das. Ey, Da, nee, aber. dann ging es bei mir mit GTA weiter, Vice City, dann San Andreas. Und dann ging ich über zu Rainbow Six. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Von Ich hab Rainbow Muni, ne? Ich hab Six. Muni. Ja, warte. Von Rainbow Six ging es dann über zu Mach hinne, Far mach Cry hinne, und mach von hinne. Far Cry zu Call of Duty. So, jetzt Geht's? mach. Jo. Ja, ich war mal lange Zeit ein GTA-Fan. Da, es war ja so, GTA 3, also ich habe Videospiele angefangen zu spielen, da gab es ja schon ein paar GTA-Parts. Dann habe ich so gemacht, ich habe mir GTA San Andreas geholt, fand ich super. Und dann habe ich mir alle alten Parts geholt, alle durchgespielt und alle ein bisschen halt ausgespielt. Dann habe ich erst weitergekauft und habe sogar für die PSP, ich habe sogar fürs iPhone irgendwelche GTA-Spiele gekauft. Na, gekauft habe ich, also ich hatte gekauft und dann, ich habe sogar bei einem Kollegen von mir, der hat eine Nintendo DS, also nicht er, seine Schwester, ist jetzt auch wurscht. Auf jeden Fall habe ich da sogar dieses China Wars Town und Oh so, habe ich Gott. auch durchgespielt. Ich habe wirklich jedes GTA Also durchgespielt. Chinatown Wars ist wirklich Kacke. Ja, das muss ich sagen, ich hab mich da durchgequält. Aber als GTA-Fan, da muss ich das einfach spielen. Also ich habe damals San Andreas exzessiv gezockt. Also das war wirklich nicht mehr schön eigentlich. Das haben wir dann auch definitiv in der Schule gemerkt. Ich bin in der Schule gut. Ja, Nur so damals, nebenbei. inzwischen eigentlich ich auch wieder, aber damals, also das war 7. Klasse, da war es wirklich gar nichts. Ich habe Damit habe gerade eine ich Menge Spaß mit meinem schrecklichen Newton oder Lorton oder wie immer das ein heißt. kleiner Tipp für alle in der 7. Klasse: Macht so einen Kack nicht, lernt lieber. Also mir geht so, mir fehlt wirklich jegliches Grundwissen. Weil ich muss auch sagen, also ich bin nicht gut in der Schule, ich bin nur noch nicht durchgefallen, sagen wir es mal Weil du ein Lacker bist, aber ich wette, dass du dich ja so fällst. so. Na, jetzt nur. Ich habe nur noch 2 Jahre. Bö. Hey, ich auch. Ach so, verdammt, schade. Ja, da kannst du leider nicht kontern. Und auf jeden Fall, ich bedanke mich einfach nochmal, weil es kann sein, dass dieser Part vielleicht ein paar Monate später, nachdem er überhaupt gedreht worden ist, hochgeladen wird. Kann ja sein, ich weiß es nicht. Und deswegen sage ich einfach, danke nochmal für wie viele Abonnenten wir auch haben wollen. 110 momentan zum Zeitpunkt der Aufnahme. Also Ja. echt, echt cool von euch, Jungs. Macht weiter Es so, ist wir der machen weiter so. 3.4.1996, nicht Spaß. Wir versuchen unser Bestes zu geben, wir werden unser Bestes geben, so muss man sagen. Nein, werden wir nicht. Wir werden. Nein, okay, wir werden uns immer unser Bestes geben und wir werden versuchen, immer euch zu entertainen. Nach allen Regeln der Kunst. Genau. Auch wenn es jetzt gerade im Moment ziemlich anstrengend ist, also es ist jetzt schon, bei mir steigt jetzt schon die Müdigkeit. Bei mir steigt jetzt schon der Krampf in den Augen. Ah! Runde 22, Junge! Lass mich in Ruhe, scheiß Zombie. Ja, okay, der schreckliche Newton oder wie auch immer das heißt, muss raus. Ding!
Capcom Pew Pew. Oder Affen, Affen ist genauso gut. F11, ja, was denn das? Ach nee, HK21. Schau mal, wie viel verdammt viel Kohle ich hab. Ja, du hast noch mehr, okay, war ja klar, Tom hat immer mehr wie ich. Ja, das Spiel macht Spaß, das kann ich euch sagen. Das Problem ist, wir hatten ja eine Runde, keine Ahnung, 10 oder so, ist ja schon eine Weile her. Wusste ich noch, was ich sagen soll. Jetzt langsam geht mir die Ideen aus, was ich überhaupt sagen soll. Ja, es ist ja auch ein Live-Commentary. Ja, es ist okay. Ihr seht das bestimmt ein. Wir wollten jetzt eigentlich nur so ein kurzes Mini-Video machen, damit wir euch was bieten können. Und jetzt ist das wieder so ewig lang geworden. Das Problem ist, ich gehe einfach nicht down, weil ich einfach nicht down gehen möchte. Ja, ich möchte es irgendwie schon langsam mal aufhören, aber ich möchte nicht aufhören. Ich möchte... Versteht, wer Tom seine Lösung will? Ja, schreibt's in die Kommentare. Ich hab's nicht verstanden. Ich möchte zu spielen aufhören, möchte aber nicht im Zombie-Modus aufhören. Du möchtest gern lernen, ne? Ich weiß es doch. Ja, ich müsste lernen. Interessiert keinen. Tom, Schulbildung ist eh für den Arsch, nein, Spaß. Ey, hast du einen dicken Rape-Train? Ja. Den ich ja, alleine ich bin... steuern kann. Aber danke. Ich versuche mal keine Aufmerksamkeit zu erregen, ich schleiche mich jetzt mal dran vorbei. Schon vorbei. Wo ist denn die Kiste? Ach, noch eine Welle. Ja, lass den kleinen Furz mal leben, bitte. Ja, es kommt noch eine ganze Welle, nicht nur ein Furz. Oh, verdammt. Oder auch nicht. Doch. Könntest du mal bitte die ganzen... Kommt jetzt noch ein oder nicht? Ja, doch, kommt eine Welle. Ich kaufe mal den Rest hier frei, ich habe so viel Geld. Ja, mach das. Ah, mir tut das Kreuz weh, mir tun die Augen weh, ich bin müde, ich hab Durst, ich hab Hunger. Wir spielen unter extremsten Bedingungen hier. Ey, einen Moment, ich muss wieder zur Kiste. Boah, ist das spannend gerade. Wir könnten mal eine Abmachung machen, dass wir bei Runde 30 unterbrechen wir und schalten dann bei frühestens Runde 35 wieder ein. Wie wollen wir denn dann unterbrechen? Achso, ja, jetzt einfach musst du dann machen im Nachhinein. Aufnahme, nein, wir unterbrechen die Aufnahme. Machen dann mal kurz eine Pause für eine Stunde oder eine halbe Stunde und spielen dann weiter bis zu 35 und bei 35 starten wir die Aufnahme wieder. Man kann nicht Pause drücken. Ach, stimmt, ja. Ja, der muss halt, darf halt eine Pause machen und der andere muss den einen Zombie weglocken. Ja, genau. Ja, wenigstens ein bisschen an die frische Luft gehen oder keine Ahnung, irgendwas jetzt mal machen. Jetzt wird schon langsam wirklich anstrengend. Ich würde ja mein Fenster kippen, aber ich kann nicht. Ich bin an meinem Sofa gefesselt. Ich bin an meinem Sofa. Der kann nicht drehen. Mann, ich will keine Spektre. Ich will eine blöde Pew-Pew. Ist das nicht irgendwie verständlich? Ich hole mir jetzt mal. Oh, ich habe ja genügend Geld. Genugend. Genugend Geld. Ey, es geht langsam los. Genugend Geld. Ich bin an meinem Sofa gesesselt. Was ist denn nur los hier? Oh, mein Kreuz. Jetzt mach keine. Ja. Ey, ist Farmers besser als G11? Ich frag dich jetzt einfach nochmal. Ja, nimm einfach die scheiß Farmers und frag nicht mehr. Nein, ich frag mir tut dauernd echt alles weh, das ist nicht mehr schön hier. Ich kauf nochmal. Ganz wichtiger Tipp. Kauft euch nur so viel Perks. Also wenn ihr jetzt, angenommen, ihr habt jetzt so viel Geld wie ich in diesem Fall, und ihr seid schon so weit und habt schon Juggernaut, dann kauft euch jetzt nicht jeden Perk und gebt euer ganzes Geld aus, sondern behaltet euch mindestens 2500 Punkte, damit ihr euch Juggernaut kaufen könnt, falls ihr stirbt. Genau. So, ich habe jetzt alle Perks. Da, Pew Pew, ich sehe Pew Pew. HK21 ist besser als G11. Ja, definitiv. Gut. Also ich habe jetzt endlich alle Perks. Punchen, ne? Das ist ganz cool. Ja, warte bis auf die nächste Runde. Ja, dann bring das kleine Scheißvieh um. So, jetzt bin ich gut ausgerüstet. Jeden Perk. Willst du mit? Zeus-Kanone. Warte, Hunde. Oder? Ach, Hunde? Täusche ich mich? Ja, ich täusche mich. Du täuschst dich. Warte, das kann ja immer noch los, bitte. Lass Hunde sein. Mach keine Hunde. Okay, und goodbye. Goodbye. Machst du Rape Train oder wie machen wir es jetzt? Ich mach Rape Train, ja. Alter,